So, heute geht es um die Novelle Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Wir selbst brauchen mal wieder so den Überblick und haben entsprechend dann uns eine Übersicht gemacht. Und es geht darum, schnell etwas im Kopf zu haben über den Aufbau der Novelle, den Inhalt und vor allen Dingen dazu wichtige Textstellen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, schauen wir uns dann jetzt mal das erste an. Das sind hier auf der untersten Ebene sind das drei Briefe. Wir beginnen mit dem ersten ab Seite 3 in der Reklamausgabe. Da schreibt Nathanael, ein Student aus der Universitätsstadt, an seinen Freund Lothar. Er sei von einem Wetterglashändler besucht worden und da kann man davon ausgehen, dass das so eine Art Barometer ist. Hier sind wir jetzt im Augenblick. Und das erinnert ihn dann an ein Trauma aus seiner Kindheit, nämlich eine Kinderfrau, die er damals hatte, hat erzählt, dass dieser Sandmann den Kindern, die nicht schlafen wollen, die Augen raube. Und dadurch sagt nun dieser Nathanael in dem Brief, sei er auf die Bahn des Wunderbaren, des Abenteuerlichen gebracht worden. Das klingt natürlich sehr romantisch. Und er berichtet dann, dass er heimlich das Treiben eines Anwalts namens Coppelius beobachtet habe, der seinen Vater besucht hat. Und er hält diesen Coppelius dann für den Sandmann, schaut, was sie da so machen, wird ertappt dabei. Und dieser Coppelius, der habe also dann so ganz grausam einen Angriff auf seine Augen vorgehabt. Der Vater sei für ihn eingetreten. Und dann habe man eben, naja, gut, dann versucht, seine Füße abzuschrauben. Also ganz schreckliche Dinge, bei denen man davon ausgehen kann, dass da jemand in seiner Angst sich irgendetwas eingebildet hat. Danach sei er lange krank gewesen und er fürchtet nun ein dunkles Verhängnis über seinem Leben. Und ein Jahr später sei dann damals passiert, dass dieser Anwalt Coppelius wieder erschienen sei. Und der hat mit seinem Vater so gemeinsame Experimente gemacht. Man nennt sowas alchemistisch, wenn man versucht, aus irgendwelchen Stoffen Silber oder Gold zu machen. Und der Vater stirbt bei dem Experiment. Der Coppelius wurde verfolgt und ist dann verschwunden. Und jetzt kehrt der Brief in die Gegenwart zurück. Da geht es ja um diesen Wetterglashändler. Das sollten wir nochmal hier herstellen. Die Verbindungslinie. Und obwohl der Coppola heißt, also nicht Coppelius, hält er ihn für diesen Anwalt, der ihm damals so viel angedroht hat und ist entschlossen, es mit ihm aufzunehmen und des Vaters Tod zu rächen. Das ist also der erste Brief. So, dann der zweite Brief. Da hat jetzt Clara, die Freundin, Verlobte und so weiter von dem Nathanael an diesen geschrieben, denn die hat aus Versehen nämlich den Brief, der eigentlich an diesen Lothar gerichtet war, ihren Bruder und den Freund von Nathanael, durch einen Adressfehler, die falsche Adresse darauf geschrieben, hat sie also bekommen und sie reagiert darauf, sagt der Erzähler dann, als ruhiges, weiblich besonnenes Gemüt. Und sie sagt dann, dunkle Mächte würden existieren, aber nur in deinem Inneren. Und für diese Clara verknüpft sich also bei Nathanael in seinem kindischen Gemüt der schreckliche Sandmann aus dem Ammenmärchen, diesem Märchen, was er in der Kindheit gehört hat, mit dem alten Coppelius. Sieht also eine ganz realistische Erklärung. Der Vater habe wohl gewiss durch eigene Unvorsichtigkeit seinen Tod herbeigeführt, nicht durch irgendwelche dunklen Umtriebe. Und sie ist ein eher sonniges Gemüt und sie will als Schutzgeist jetzt erscheinen. Und Coppola, den er ja für diesen gefährlichen Menschen hält, obwohl er nur Barometer verkauft, falls er ihm im Traum erscheint, mit lautem Lachen fortbannen, also verschwinden lassen. So, kommen wir jetzt zum dritten Brief hier. Da schreibt jetzt Nathanael nun wirklich an Lothar und beklagt sich bei ihm über das geringe Verständnis, ne, dieser Clara für seine Situation. Das seien nur Phantome meines Ichs, also irgendwelche Dinge, die man sich ausgedacht hat. Allerdings hat er inzwischen durchaus eingesehen, dass der Coppola, dieser Barometerhändler da, keineswegs der alte Advokat Coppelius ist. Also er hat sich auch ein bisschen beruhigt durchaus und er informiert
informiert darüber, dass da ein neuer Professor Spallanzani erschienen sei und er habe eine etwas seltsame Tochter Olympia. Und wir werden bald sehen, dass die noch eine große Rolle spielen wird. Und Nathaniel kündigt dann seine baldige Rückkehr aus der Universitätsstadt nach Hause an und er ist optimistisch. Weggehaucht wird dann die Verstimmung mit Clara sein. Nachdem wir hier unten jetzt die drei Briefe geklärt haben, kommen wir jetzt zur zweiten Ebene. Da schaltet sich plötzlich der Erzähler hier ein. Er macht so eine Art Reflexion, was er das so eigentlich gemacht hat. Und einen Rückblick gibt er auch. Und er beschreibt eben das Problem, das innere Gebilde seiner Erlebnisse mit seinem armen Freunde, also mit diesem Nathanael, angemessen zu präsentieren. Und er verteidigt dann, dass er das eben hier mal auf originelle Art und Weise mit drei Briefen gemacht hat. Und er informiert über die Vorgeschichte. Clara und Lothar sind als Waisen von Nathanaels Mutter aufgenommen worden und Nathanael hat sich dann hinterher mit Clara verlobt. So langsam bekommt man also einen Überblick jetzt auch über die Figurenkonstellation. Jetzt zu dem Abschnitt ab Seite 21, da geht es also darum, dass Nathanael jetzt zurückgekehrt ist nach Hause und erstaunlicherweise in seinem ganzen Wesen durchaus verändert, aber düstere Träume. Man sieht also deutlich hier weggehaucht und diese düsteren Träume, das passt nicht zusammen. Er hat sich da also offensichtlich vertan. Clara versucht aber, ihn in ihrem Sinne zu beeinflussen. Sie will ja mit einem Lachen alles beiseite schieben. Sie langweilt sich dann allerdings bei den Dichtungen, die der Nathanael da meint vortragen zu müssen. Der ist verständlicherweise sauer. Und es kommt zu einem offenen Streit nach einem Gedicht mit einer düsteren Vorausahnung. Das passt natürlich alles nicht für die beiden Figuren. Und Coppelius werde ihr Liebesglück zerstören. Und Clara ist da so sauer, dass sie das wahnsinnige Märchen, so nennt sie das dann, ins Feuer wirft. Und Nathanael reagiert da nicht nur sauer, sondern er stößt sie sogar von sich. Du lebloses, verdammtes Automat. Also muss natürlich heute lebloser heißen. Damals hat man auch im Genus wohl ein bisschen was verändert. Und hier dann natürlich die Anmerkung sofort, wenn man den Text schon kennt, hier liegt er falsch, denn Olympia hinterher ist wirklich ein Automat, wie wir sehen werden, aber natürlich nicht hier Clara. Kommen wir zum sechsten Abschnitt hier. Das ist nach diesem Konflikt wegen des Gedichtes und Lothar erfährt davon und verteidigt die Ehre seiner Schwester und für die damalige Zeit durchaus möglich. Es droht ein Duell. Clara allerdings verhindert das und ihre Vermittlung führt dann zu drei versöhnten Menschen. Sie schwören, nicht voneinander zu lassen in steter, also ständiger Liebe und Treue. Man sieht, das geht hier gefühlsmäßig ziemlich auf und ab. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Ganzen. Man wird doch sehen, dass jetzt diese Olympia jetzt endlich hier erscheint und Nathanael kehrt dann wieder zurück an den Studienort. Dort muss er feststellen, dass das Haus, in dem er gewohnt hat, abgebrannt ist. Ihm wird eine neue Wohnung dann angeboten und die ist dummerweise gegenüber dem Haus, in dem dieser Professor Spallanzani lebt und dort sieht er praktisch jetzt täglich diese Olympia, die da in ihrem Zimmer ist und sich etwas seltsam verhält, nämlich nicht so ganz natürlich. Und dieser Wetterglashändler Coppola erscheint nochmal wieder. Es kommt zu Panik, aber er ist dann doch bereit, ihm zumindest eine Art Fernglas abzukaufen. Und das hängt mit dem Spuk auf seinem Inneren zusammen. Und dieses Fernglas macht jetzt Olympia immer lebendiger. Er kann jetzt also direkt gewissermaßen in das Zimmer reinschauen. Und das führt dann dazu, dass er sich von unwiderstehlicher Gewalt getrieben führt und Claras Bild, die nicht nur so ungefähr Clara heißt, also sehr vernünftig ist und auch ein bisschen humorvoll und so weiter, ist aus seinem Inneren gewichen. Also hier kommen mehrere Dinge zusammen, die sein Schicksal also durchaus ins Negative verschieben werden. Wir kommen jetzt zum Feld 8 hier. Da veranstaltet der Professor für seine Tochter Olympia ein Fest und Nathanael ist ganz entzückt.
Er tanzt da mit ihr und er fühlt durchaus ihre kalte Hand, aber er hat das Gefühl, dass da Impulse draus schlagen und dann sagt er, du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt. Man merkt also so eine Spiegelung und wenn man sich ein bisschen auskennt, hat das was mit Narzissmus zu tun, wenn man sich in sich selbst spiegelt. Dann ein Freund, der bei Verstand geblieben ist, der sagt, Mensch, was willst du? Das ist ein Wachsgesicht, das ist eine Holzpuppe. Und Nathanael antwortet dann, hier macht der Verfasser der Novelle sich fast ein bisschen lustig hier, dem poetischen Gemüt entfaltet sich das Gleichorganisierte. Das heißt also auf gut Deutsch, wir sind von gleicher Art und mein poetisches Gemüt versteht dann eben auch das, was du als Holzpuppe bezeichnest. Er fühlt sich da von Olympia verstanden, obwohl die nur wenige Sprechmöglichkeiten da einprogrammiert bekommen hat. Ach, ach, kann sie vorwiegend sagen. Und er bietet ihr sogar die Heirat an. Dann kommt es jetzt in Feld 9 zum Eklat, nämlich Nathanael geht darüber in das andere Haus und er bekommt dann mit, dass da ein Streit ist zwischen diesem Wetterglashändler und dem Professor. Und beide zerrten und zogen an dieser Olympia. Gibt es einen Streit um diese Figur. Und Nathanael muss erkennen, dass es eine leblose Puppe ist, dass sein Freund durchaus recht hatte mit der Kritik. Und der Professor, der wirft dann die Augen von Olympia, die da rausfallen bei dem Streit, gegen den Nathanael. Und bei dem löst das natürlich Wahnsinn aus. Denn jetzt kommen diese alten Ängste aus der Kindheit wieder hoch. Und er wird dann zum Tollhause gebracht. Und Tollhaus hängt mit tollwütig zusammen, hat nichts mit toll im heutigen Sinne zu tun, sondern heißt, dass dort Leute untergebracht wurden, die man damals für verrückt hielt. 38 kommt es dann hier in Feld 10 zu einem Kommentar des Erzählers. Angeblich haben viele den Betrug gemerkt, der da gemacht worden ist. Ein allgemeines Misstrauen entsteht und dann macht der Erzähler sich da lustig. Das habe sogar Auswirkungen auf die Liebesverhältnisse gehabt. Das heißt also auf gut Deutsch, jeder hat bei seiner Freundin oder Frau dann erstmal nachgeguckt. Dann mussten die auch was singen oder sonst irgendwas machen, um zu prüfen, ob das nicht vielleicht auch eine Puppe ist. Und spannend sein, der Professor, der muss auch verschwinden und Coppola verschwindet natürlich auch. So, kommen wir jetzt zur obersten Ebene, den letzten drei Abschnitten. Da kommt ab Seite 39 in der Reklamausgabe Nathanael irgendwann wieder nach Hause, genesen, also gesund geworden von schwerer Krankheit. Und jede Spur des Wahnsinns war verschwunden. Das gibt es ja häufiger bei ihm, dieses Hin und Her. Und Freund Sigmund allerdings, der ihn ja auch schon vorher gewarnt hat, das sei nur eine Puppe, ist besorgt, hat Angst. Tief verletzende Erinnerungen könnten wieder aufflammen, wieder erscheinen. Und wir werden gleich sehen, dass genau das passiert. Es kommt nämlich dann ab Seite 40 zur Katastrophe. Eigentlich wollen Nathanael und Clara jetzt in die Natur wegziehen, auf ein kleines Gut, das sehr idyllisch ist. Aber Clara möchte unbedingt vorher in dem Ort den hohen Ratsturm besteigen. Und Nathanael hat das Fernrohr dabei und richtet es aus Versehen auf Clara. Und die erscheint ihm plötzlich als Puppe. Und das löst bei ihm wieder Wahnsinn aus. Er will sie dann vom Turm stoßen. Im letzten Moment kommt ihr Bruder Lothar aber dazu und rettet etwas, was hier Todesbeute genannt wird. Fast wäre sie eine Beute des Todes geworden. Und Coppelius, den man unten gesehen hat, der ist also anscheinend auch wieder da. Und der sagt zu den Leuten, der kommt schon herunter von selbst. Und mit der ist eben Nathanael gemeint. Denn der stürzt sich dann nämlich vom Turm aus in den Tod in seiner wahnsinnigen Verzweiflung. Es kommt dann im Feld 13 hier zum Schlussbericht des Erzählers. Clara habe doch noch ein ruhiges häusliches Glück gefunden, entsprechend ihrem heitern Lebens, muss es natürlich heißen hier, lustigen Sinn. Und der im Inneren zerrissene Nathanael hätte ihr das nie geben können. Und dem können wir sicherlich auch zustimmen.
Das wäre also jetzt, waren also die 13 Felder, Stationen dieser Novelle aus dem Jahre 1816. Und wir hoffen, dass das entsprechend hier jetzt einen ersten Überblick gegeben hat. Und man auch, wenn man sich das hier auf der Website natürlich dann anschaut, kann man dann auch noch einzelne Sachen schneller wiederfinden. Ja, wie immer legen wir die Dokumentation hier auf dieser Seite ab. Da werden wir auch natürlich den Link hier oben zu den Infos packen. Hier oben kommt auch noch ein Link, der wird am Ende eingeblendet. Dort Aktualisierungen, Korrektur möglicher Fehler. Wir freuen uns natürlich über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Und wer mehr möchte, der sei auf unseren Kanal verwiesen, schnell durchblicken, abonnieren oder eben auch an andere weitergeben. Denn wir machen eigentlich immer das, was uns selbst hilft, geben wir eben gerne auch an andere weiter. Und da wäre es natürlich schön, wenn das viele Leute erreicht. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.